Ich begrüße alle Zuhörenden bei dem 16. Netzpolitischen Abend. Mein Name ist Andreas Zack. Ich mache heute den Audio-Stream in Vertretung für den Herbert Gnauer, der heute leider nicht da sein kann. Wir fangen sogleich an. Moderation heute macht die so großartige Magdalena Reiter. Willkommen zum 16. Netzpolitischen Abend hier im MetaLab. Vielen lieben Dank wieder mal dem MetaLab. Entscheiden! Okay. Es ist eingeschaltet. Okay, ja? Ja? Ja. Okay. Jetzt? Ja? Jetzt hört er mich? Sehr gut. Also nochmal. Willkommen hier im MetaLab zum 16. Netzpolitischen Abend. Und danke auch an die freien Radios, die jedes Mal den Netzpolitischen Abend übertragen. Hier sind vor allem Radio Froh in Linz, die Radiofabrik in Salzburg und Radio Orange in Wien zu nennen. Genau das, auf das möchte ich euch eben hinweisen. Es gibt heute einen Audio-Stream, sowohl als auch einen Video-Stream. Genau, und alle Aufzeichnungen gibt es später im Cultural Broadcasting Archive und auf unserer Website, wie jedes Mal. Kurz für alle, die hier im Raum sind, wenn ihr nicht in den Aufnahmen sein wollt, dann bitte bleibt hinten im Raum, ab hier, ihr seht, die Kamera wird aufgenommen und ihr seid dann im Bild. Genau, also alle, die Getränke wollen, können sich natürlich jederzeit welche holen. Kurz zum Ablauf, für alle, die noch nie hier waren, heute gibt es drei Vorträge, die jeweils circa 15 Minuten dauern. Nach jedem Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir würden euch dringend bitten, diese Fragen ins Mikrofon zu stellen, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuseherinnen im Stream was davon haben. Okay, ich mache mal das noch, also, okay, noch mal ganz kurz, ich bin Magdalena Reiter und ich darf heute den Abend moderieren. Genau, also nach diesen drei Talks gibt es dann zusätzlich noch die Möglichkeit für euch alle, einen Lightning Talk zu halten oder Ankündigungen zu machen. Wer das machen möchte, schreibt sich bitte auf dieses Flipchart ein. Genau. Und